Eine Definition wäre von Angelo und Cross, das wären so die Urväter und Mütter von diesen Classroom Assessment Techniques. Das ging schon in den 90ern los in Nordamerika, wo die sich einfach überlegt haben, ja, was lernen die und wie lernen die das und wie kommen wir da ran? Also die haben eine Definition dann, Classroom Assessment is an approach designed to help teachers to find out what students are learning and how well they are learning it. Und es geht im Grunde nicht um tiefschürfende Forschung, sondern um quick und dirty. Also schnell rauskriegen, was läuft hier falsch, was könnte man besser machen. Ich würde sagen, einfache Instrumente, Lernen fördern, Lehren und Lernen reflektieren. Wer CATs oder Classroom Assessment Technique im Internet zum Suchen eingibt, der kriegt recht schnell ziemlich viel dazu. Kennen Sie folgende Situation? Sie als Dozent tragen was vor. Die Studenten fühlen sich dadurch eher eingeladen zum Zuhören, ziehen sich entsprechend zurück, bleiben gerne passiv. Und dann denken Sie auf der anderen Seite wieder, naja, dann muss ich ja. Wenn hier keiner was sagt, muss ich ja was sagen. Was dann dazu führt, dass sie noch mehr vortragen. Da können CATs helfen. Und wenn man diese Classroom Assessment Techniques in einen knappen Satz packen will, schlage ich Steve DeShazer vor. Das benutze ich auch immer wieder, dieses Zitat beim Thema Prüfen. Ich muss erst die Antwort hören, um zu wissen, was ich gefragt habe. Wäre so die Haltung dabei. Wahrscheinlich kennen Sie den Nürnberger Trichter, obwohl wir in Wien sind. Also die Idee zu sagen, wenn ich jemandem als Dozent was beibringen will, ich setze ihm so den Trichter auf und dann fülle ich so die Informationen ab. Ich glaube, es gibt kaum noch Leute, die das ernsthaft ja, so beschreiben würden. Faktisch ist es aber doch so, wenn ich mir den Unterricht von dem einen oder anderen anschaue oder auch vielleicht ein paar ja, Dozierende an Unis mir anschaue, dass sie mehr oder weniger doch danach ticken. Also sie tragen Informationen vor, sie nennen es dann, ich vermittle Wissen. Genau. Und wenn man sich jetzt mal genau anguckt, wie funktioniert das eigentlich? Also der Mensch hat ein Gehirn, das ist irgendwie mit dem ganzen Körper verbunden. Und als Input gibt es so die Sinne, sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen. Balance, je nachdem, welchen Mediziner man fragt, da gibt es mehr als 5 Sinne, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, wie viel Nervenfasern Sie haben, die mit der Außenwelt verbunden sind und wie viele Nervenfasern das Gehirn mit sich selbst verbindet? Am Ende sind es 10 Millionen zu 100 Billionen. Zitiert jetzt noch Manfred Spitzer. Also 10 hoch 7 zu 10 hoch 14. Im ersten Moment denkt man so, das Doppelte. Nee, es ist das Quadrat. In Prozenten viel weniger als 1% zu viel mehr als 99%. Also der Mensch ist im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt beim Wahrnehmen. Und eben nicht mit der Außenwelt. Man ist mit einer von 10 Millionen Fasern mit der Außenwelt verbunden und der Rest ist im Grunde Verarbeitung. Und wenn man sich das mal klar macht, selbst wenn man noch argumentiert, diese 10 Millionen, die mit dem Input beschäftigt sind, die sind viel wichtiger als die anderen, das ist dann immer das Argument, was kommt, das kann so viel nicht reißen. Also wenn man das ernst nimmt, dann wird einem klar, dass man Wissen so jetzt eigentlich nicht vermitteln kann, sondern dass man im Grunde ja, etwas ganz anderes tun muss. Es ist also nicht möglich, dass ich so meine Vorstellung irgendwie in die Vorstellung des Studis da reinkriege, indem ich das da einfach rüberschiebe. Das scheitert. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann davon erzählen, es begreifbar machen und die Lernenden einladen, aktiv zu konstruieren und aktiv ihre Wahrnehmung zu benutzen, um sich mit ja, allen Sinnen irgendwie nach und nach und mit didaktischer Kommunikation, weil das Missverständnis der kommunikative Normalfall ist, bin ich gut beraten, dass ich im Austausch bin, was kommt hinten an, nach und nach dabei zu unterstützen, dass die irgendwann ihre eigene Vorstellung davon entwickeln. So, und das ist genau die Idee von formativen Lernerfolgskontrollen oder von CATs, dass ich schaue, wie läuft denn dieser Prozess und was hast du dir denn eigentlich jetzt inzwischen schon konstruiert? Also es geht nicht um Wissensvermitteln, sondern es geht darum, Konstruktionsprozesse zu unterstützen. Als kleines Grundprinzip würde ich gerne so ein Grundmodell zum systemisch-konstruktivistischen Lernen mal vorstellen. Also ich benutze das, um nachher diese ganzen Classroom-Assessment-Techniques schön übersichtlich anzuordnen. Was ich quasi gerade in der Grafik gezeigt habe, könnte man auch so darstellen. Man will die Leute von Lernvoraussetzungen zu irgendwelchen Lernergebnissen bringen. Also die bringen irgendwas mit an Vorstellungen, an Wissen, aber vielleicht auch an Lernkultur. Und durch das Lernen ja, entsteht dann auch noch irgendwie eine neue Vorstellung oder eine Erweiterung von Wissen. Und als Lehrender kann man das nicht direkt beeinflussen, sondern nur durch Kommunikation versuchen zu unterstützen.
Und das erklärt dann auch ganz gut, warum das, was hinten rauskommt, häufig nicht genau das ist, was ich mir selber vorher gedacht habe als Lehrender. Jetzt könnte man sagen, die Schnittmenge ist dann der Lernerfolg. Und es geht im Grunde im guten Lehrprozess oder bei diesen Classroom Assessment Techniques darum zu gucken, wie kann ich diesen Lernerfolg möglichst groß kriegen. Mehr ist es am Ende nicht. Irgendwie steht da noch eine Prüfung und dann findet das Ganze noch vor Rahmenbedingungen statt. Das kennen Sie auch. Mit 100 Leuten ist man anders unterwegs als mit 10 Leuten und so weiter.